Alte ägyptische Zeit waren gebaut wie Karnak, schauen wir heute an. Eine Ebene, eine Achse, aber nicht hoch oder aus Terrassen und Rampen. Und deswegen, man sagt wahrscheinlich, ihr Baumeister, der hieß Sinmut, hat diese Tempelbaukunst woanders gesehen und danach gebaut. Aber beispielsweise dort ist uralt. Könnte sein, dass er hat dort angeschaut und hier danach gebaut. Denn beide Tempel sind ähnlich von Bauweise. Terrasse und Rampe, hier Terrassen und Rampen. Und hat man dort erst Berg abgehakt und Tempel aufgebaut. Baumaterial dieses Tempels, Kalkstein. Das ist alles hier Kalkstein und Sandstein. Aber Material für die Tempelbaukunst oder für die Tempel aufzubauen war nicht direkt von hier. Das ist hier nur für die Gräber. Deswegen, sie hatten dieses Material nördlich in der Wüste rausgeholt, auf Schiff über Nil transportiert, dann vom Nil bis hierher geschleppt. Und in dem Tempel, man sieht nicht so viel von Reliefs und Farben. Aber trotzdem, was wir gleich hoch dort anschauen, interessant. Und Hatschepsut hat damals Schwierigkeiten getroffen. Nicht nur, dass sie als Königin allein zu regieren oder hat sie so gewünscht, sondern ihre Mutter, ihr Stamm war nicht ägyptisch. Ihre Mutter war wahrscheinlich aus heute Syrien, Irak. Und das bedeutet um diese Zeit, dass sie als Königin war halb Ägypterin gewesen. Und deswegen war es schwierig für Hatschepsut, um das Land zu regieren. Sie hatte behauptet um diese Zeit, dass sie Tochter Gottes war. Sie hatte behauptet, dass ihre Mutter hat sie zur Welt gebracht durch den Geist des Gottes. Und wer war der Gott? War der Heilige Vater um diese Zeit, Amun-Re. Hatschepsut hat das so gemacht, damit die Priester das akzeptieren als Wahrheit. Und wenn die Priester tatsächlich etwas akzeptieren, dann akzeptiert auch das Volk. Und deswegen, man sagt heute, sie war mächtig und klug. Und sie hat fast alleine regiert. Etwa 22 Jahre lang hat Hatschepsut regiert. Aber sie hatte keine Söhne gehabt. Genau wie ihr Vater, nur Töchter. Nach ihrem Tod, ihre Töchter hatten keine Rolle gespielt. Ihr Nachfolger war ihr Halbbruder, Thutmose III., der hat 38 Jahre lang regiert, insgesamt mit und nach Hatschepsut. Und dieser König, damit Sie Bescheid wissen, nennt man Napoleon der Ägypter, Thutmose III. Wir dürfen in diesem Tempel in der mittleren Terrasse anschauen, denn tatsächlich, was gut erhalten geblieben ist zum Anschauen, ist in der mittleren Terrasse. Aber die erste sieht wie neu aus. Man sieht kaum innen drinnen Reliefs und Farben. Die dritte oben möglich hochzugehen, aber die dritte Terrasse, man sieht nur die Statuen näher, mehr nicht. Deswegen, wir gehen direkt zu der mittleren Terrasse. Bitte. Eine Frage, können wir eigentlich vor der...